So, ich will mal versuchen, euch zu zeigen, wie einfach das geht, in Gratisweg EU als User vorwärts zu kommen. Wenn ihr auf der Seite drauf seid, ihr seht es, ich bin jetzt gerade hier auf der Startseite, die man sieht, wenn man sich in die Domain eingeloggt hat, dann geht man oben rechts auf Anmelden. Dann gibt man seinen Usernamen im oberen Feld ein und dann ein Stückchen weiter unter gibt man sein Kennwort ein. Dann am besten dauerhaft angemeldet bleiben, das Häkchen setzen und auf Anmelden klicken. Kleinen Moment warten und schon ist man eingeloggt. Im Normalfall sieht man dann hier oben unter Umständen rote Zahlen, die zeigen einem, wo es was Neues gibt. Eventuell auch hier im oberen rechten Bereich könnten auch ein paar rote Zahlen auftauchen. Da könnte es sein, dass dann Nachrichten hinterlegt sind. Das war schon alles. Wenn man eingeloggt ist, kriegt man sofort die Nachrichten. Ansonsten tauchen hier neue Bilder auf. Die kann man aber nicht anklicken, sondern es sind einfach nur neue Bilder, die eventuell eingegeben sind, wo man dann sieht, was eventuell an neuen Informationen per Bild schon mal angezeigt wird. Wenn man ein bisschen runter scrollt, dann sieht man hier schon mal neue Nachrichten, neue Informationen, die drinne sind. So ungefähr im Takt von eine halbe Stunde, eine Stunde verändert sich das hier alles. Als eingeloggter User sieht man hier eventuell dann auch, wo es neue Nachrichten in der Chronik, in der eigenen Chronik gibt oder wo dann auch innerhalb der Chronik von anderen Usern was veröffentlicht wurde. Aber das kann man dann schon mal nach und nach so ein bisschen rausfinden. Scrollt man dann noch ein bisschen weiter runter, dann kommt man dann auch schon wieder an die neuesten Informationen. Tja, alles andere, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen umschauen und schon sieht man, was es alles an Neuigkeiten und Informationen gibt. Die meisten Informationen kommen natürlich aktuell über das Forum herein, wo sich dann auch das Spanien-Portal befindet. Und wenn man da mal so ein bisschen näher hinguckt, hier oben über Forum, einfach anklicken. Und hier kann man dann natürlich auch umschalten, wenn man hier auf die Pfeile drauf geht. Dann klappt man die Menüs aus oder man klappt sie ein. Das erleichtert natürlich so ein bisschen die Übersicht. Denn innerhalb jeder Übersicht, innerhalb jedes Forenbereichs ist natürlich jede Menge Inhalte schon drin. Ja, man sieht hier, da ist einiges drin enthalten. Und wie gesagt, das kann man aus- bzw. einklappen. So, und hier zum Beispiel ist das Spanien-Portal. Wenn man das ausklappt, dann kommen natürlich die verschiedenen Bereiche, die im Spanien-Portal enthalten sind. Und hier hat man natürlich auch die Möglichkeit und kann dann, wenn man ein bisschen näher rangeht, hier kommt man zum Beispiel zur Costa del Sol, nach Malaga, Marbella, Benalmádena, Estepona, Torrelmar, Torrox oder nach Nerja, nach El Morche oder nach Torrox Costa. Kann man schon direkt anklicken, kommt man dann auch sofort in den Bereich, wo man hin möchte. Und hier sieht man dann auch, was es an neuen Informationen gibt. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, das sind dann die Bereiche, die man als eingeloggter User, als registrierter User sich dann auch jeweils in den neuesten Informationen anzeigen lassen kann. Dann sieht man sofort, wo es was Neues gibt. Aber das steht natürlich nur den registrierten Usern zur Verfügung, weil das ist dann natürlich, wenn man als registrierter User eingeloggt in Gratisweg EU drin ist, kriegt man sofort die Informationen, da gibt es was Neues.